Arme werden so schwer. Hallihallo und Mahlzeit, liebe Leute. Wir machen heute einen kleinen Fahrradausflug mit euch. Also die Corinna, der Robert, die Oma Renate, die Baby, die sich hier schon wieder im Bett sich bequem gemacht hat. Sie bereitet sich schon mal mental darauf vor. Das ist ja das Kind hier von Corinna, die darf alles. Das Kind aus erster Ehe. Das ist doch mein Kind. Nein, das ist ihr Kind aus erster Ehe. Ja, aus erster Ehe. Wenn Baby Scheiße baut, dann ist es immer mein Hund. Aber sonst, dann ist es immer unser Hund. Also ich würde es zumindest schon mal nicht erlauben, wenn ich was zu sagen hätte, dass der Hund im Bett mit ist. Dann, wenn ich was zu sagen hätte, dann würde ich das untersagen. Aber guck doch mal, wie lieb sie da liegt. Ja, nur die ganzen Sachen, was sie so von draußen mit reinbringt. Ja, habe ich ja noch die Pfoten gewaschen. Ist das wahr, Bibi? Stimmt das? Also, auf geht's! Schwingen wir uns aufs Fahrrad! Ausprobieren, Oma? E-Bike? Ja, wenn ihr denn meint, dass wir heute mit dem Fahrrad unterwegs sein wollen, dann wäre das wohl das Beste. Probieren wir es mal aus. Wir leihen jetzt für Oma Renate ein Elektrofahrrad aus, Baby. Das ist ihr egal. Ihr seid mein Elektromotor, sagt Bibi. Ich sage, sie darf mit mir. Ja, bist du schon aufgeregt mit deinem Elektrofahrrad? Ja. Als zur Not können wir tauschen. Dann nehme ich das und du nimmst das normale, wenn du damit nicht fährst. Nee. Nee, Also eine Hilfe wird das schon sein. Jetzt wird's ernst. Elektrofahrrad. Corinna testet das jetzt erstmal, ob die Beschleunigung auch aufhört, wenn man die Bremse betätigt. Nicht, dass die Oma Renate... Ja? Nicht, dass die Oma Renate da eine böse Überraschung erlebt. Umkegelt. Umkegelt, ne? Das wollen wir ja nicht. Aber wenn sie die Bremse betätigt, dann ist die Kraft. Ganz schön schnell, ehrlich gesagt. 1, 2, 3. Du kannst hier halt einstellen, ne? Also es gibt den Gang Turbo. Ich glaube, den hatte ich gerade drin. Ja. Dann Sport, Tour, Eco oder Aus. Also mach mal Eco. Vorsichtig, Oma. Und weg ist sie. Und weg ist sie, die rasende Renate. Die kommt gar nicht wieder. Die rasende Renate. Wir werden lieber ein Auge auf sie halten, nicht dass sie... Ei. Sie grinst, das ist schon mal gut. Und? Geht das? Ist gut, ja. Und? Lässt sich gut fahren, ne? Ja. Na gut, dann holen wir unsere Fahrräder. Ja. Erstmal langsam rantasten, schön vorsichtig, nicht, dass du noch hinfällst. Das wollen wir nicht, nee. Wollen wir nicht hoffen. Ich hab ja mal mit Mofa versucht, weil wir Mofas hatten, ne? Ja. War ich bei Aldi einkaufen. Mit der Mofa? Mit der Mofa. Aber ich weiß jetzt nicht, wer noch mit mir war da. Dass Michael war oder Helmut. Und dann hatte ich ja hinten vollgepackt. Mhm. Und Mannschaftsstraße und dann wollte ich in die Glasbeckstraße, stand ich da. Ja. Und da geht es ja vom Radweg auch so ein bisschen runter und dann ist mir das alles umgekippt. Oh nein. Aber Hauptsache, du bist nicht umgekippt. Nein, weil ich ja gestanden habe so. Und dann wieder los wollte. Und dann habe ich es nachher doch nicht wieder gewahrt. Auf geht's. Ist das nicht schön hier an der Playa del Palma? Wenn wir jetzt gerade stehen, dann will ich das, die Zeit schnell nutzen und mich nackig machen. Musst du nicht nochmal auf Klo? Ja.
mal hier, der Ballermann 6 im neuen Gewand. Ganz vornehm, Beach Club. Die Renate, der kennt auch gar nichts, ne? Was hast du zu dem gesagt? Sauft nicht so viel. Oder hat er gesagt, wir saufen? Wir saufen nicht. Nee, nee, gar nicht, ne? Aber ich glaube, er hatte schon einen Kamm. Du konntest noch nicht mal mehr gerade gucken. Da kannst du voll ausgehen. Aber sie saufen nicht. Also wenn wir hier an der Kirche vorbeigegangen sind, da sieht man da hinten schon das blaue Pavisa-Schild. Da war unser Hotel letztes Mal. Und das Video könnt ihr euch hier angucken. Ich muss mal. Pavisa Hotel, das war ein bisschen besser wie das Hotel, wo wir jetzt. Ja, obwohl es dichter ja quasi im Ballermann 6 ist, war es besser als diesmal. Aber dafür hätten wir da keinen Hund mitnehmen können. Das ist direkt gegenüber vom Ballermann 7. Ja. Und gut. Also sehr ruhig. Wir hatten ganz oben im Zimmer, hatten einen schönen Blick auf die Bucht. Das war sehr ruhig. Trotz der Nähe zum Ballermann. Genau. Und den Rest kann euch Robert ja erzählen. Die muss aber dringend. Gehst du auch? Wenn es schon jetzt. Gehst du auch pischern? Ne? Baby, jetzt sind wir beide ganz alleine. Ja, es wird immer noch gebaut und renoviert. Ballermann 11. Boah, Oma Renate mit ihrem Elektrobike, die gibt Gas. Hier nennt sich das Campastille. Und das kam mir gleich so bekannt vor. Ich dachte gar nicht, dass es nach Mallorca gehört. Also hier. Aber hier warst du mit Opa früher? Das ist ja das Hotel, was ich erzählt habe. Ach so. Mit zwei Sternen. Das kommt ja noch. Und daher habe ich das wohl noch so ein bisschen im Gedächtnis. Campastille. Und ich dachte, das wäre vielleicht vom Festland. Da war nämlich auch mal das hieß Calella. Da kommt die Bimmelbahn. Wir sind jetzt hier hochgefahren von El Arenal aus und wir sind jetzt hier auf Höhe vom Ballermann 13, ein Stück weiter noch. Und ich muss sagen, der Strand, der ist hier am schönsten. Der ist richtig, richtig schön hier, der Strand. Kurze Pause, einmal verschnaufen. Na Oma, geht das? Ja, geht wunderbar. Und mit der Elektrounterstützung? Auch, klappt alles wunderbar. Könnte man sich ja vielleicht überlegen, sowas für Deutschland auch anzuschaffen, oder? Das lohnt sich. Ach, hör auf. Jetzt habe ich ja das Auto und. Guck mal da, kommt ein großes Kreuzfahrtschiff. Siehst du? Ist das da schon fest? MSC, ne? Bewegt sich, MSC. Ja, die MSC ist Splendida da. Muss euch eine kurze Geschichte erzählen. Mehr eine Anekdote. Corinna und ich haben eine Kreuzfahrt gemacht mit der MS Berlin. Und naja, da hat einer so auf die Kacke gehauen und so, dann hat er gesagt, normalerweise fährt er mit ganz anderen Schiffen. Ja. Nur mit Queen Mary, ne? Nee, mit der MSC Splendidat, sagt er. Ich fahre mit der MSC Splendidat. Der wusste gar nicht, dass das MSC Splendida heißt. Ah. Nee, der Splendida so. Heißt das. Der weiß nicht mal, auf welchem Schiff er gefahren ist, wie das heißt. Ja. Ah, da liegt aber wohl auch schon ein. Da liegen mehrere Kreuzfahrtschiffe schon. Ja. Und wann gehen wir beiden Hübschen wieder auf Kreuzfahrt? Ich würde ja gerne im November, aber das ist so teuer. Flugzeug kommt da gerade angeflogen. Ja, hier, das ist das letzte freie Stück vor der Landebahn. Die haben sie verlängert. War früher nicht so? Das denke ich, dass es mehr landeinwärts war. Hat sich einiges verändert, seitdem du das letzte Mal hier warst. Unheimlich, ne? Im Sinn, dass
vom ersten Mal 40 Jahre her. Ja, gut. Jetzt hattest du auch das Stück der Promenade da, Ballermann. Ja, also da habe ich ja überhaupt drüber gestaunt, dass es ja sozusagen durchgängig fast. Durchgängig ist. Bis hier eigentlich. Stadt, fast. Ja. Fast. Bis nach Palma. Naja, gut. Jetzt, aber jetzt zwischen Palma und der Promenade ist halt da. Also es ist echt richtig schön. Ja. So einen tollen Fahrradweg, was sie hier gebaut haben. Ja, wollen wir sagen, ich habe auch jetzt gedacht, wo hier der Fahrradweg so schön ist. Die Promenade ja. ist so breit. Ja. Da hätten sie doch fürs Fahrrad einen extra Weg Spur ja. lassen. Von ja. der Promenade abnehmen ja. können. Da fliegt einem ja die Perücke weg, Oma. Ein wunderschöner Radweg nach Palma. Die mit ihrem Elektrorad. Hier ist ein Hundestrand. Hallo Baby, du hast die beste Aussicht, ne? Hier, die rote Zora vor mir. So, jetzt heißt es Fahrräder anschließen, denn hier auf dem Fahrradweg Richtung Palma gibt es eine wunderbare Smoothie-Bar. Smoothie-Bar. Da werden wir uns erstmal einen von gönnen. Oder wie heißt das, Oma? Smoothie. Ja, ganz so riesengroß, wie ich gedacht habe, ist die Auswahl doch nicht. Aber dafür gibt es jede Menge Alkohol. Ich nehme einfach Orangensaft. Aber frischer geht's nicht, ne? Gehen wir erstmal zur Oma. Genau. Das ist Wassermelone. Ja. Melone ist ja immer erfrischend. Ja, habe ich auch gedacht. Ich habe erst im Nachhinein festgestellt, du kannst ja da halt dein Smoothie mit eigenen frischen Früchten zusammenstellen. Schmeckt? Ja. Ja, willst du probieren? Oh, oh, guck mal, ein Underdog. Ein Underdog. Ich habe Orangensaft. Gut. Prost. 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 Schönen Urlaub. Letzter Tag. Jetzt bitte mehr Verkehr. Was sagst du, Oma? Was? Doch mal. Überholen mal die Omas. Die Omas sind zu langsam. Ja. Überholt. Komm Baby, wir setzen zum Überholmanöver an. Nicht vergessen, man wird noch genauso alt. Immer vor Augen halten. Wir haben auch eine Oma dabei. Haben wir. Jetzt krieg ich die Schuld. Ich krieg einen auf den Deckel für Oma Renate. Ich krieg einen auf den Deckel. Jetzt habe ich eben einen auf den Deckel gekriegt für Oma Renate, ihre Sprüche. Kathedrale voraus! Hinter tut weh vom harten Sattel. Deine auch? Aber nicht mehr nur mir, Corinna auch. Corinna auch. Tolles Panorama-Aussicht hier. Da wird wohl auch Philippe seine Yacht liegen haben. Wer? Philippe, der Prinz. Der Prinz. Der König. Ja, was haltet ihr davon, die Fahrräder bei der Kathedrale anzuschließen und dort was zum Essen suchen? Mittagessen? Ja. Ja. Wie spät? Ist ja schon zwei. Schon zwei? Na, dann wird's ja auch Zeit. Ja. Jetzt guckt euch mal an, was da hinter uns ist. Die Kathedrale. Holperpiste. Ui.
waren durchgeschüttelt. Wir waren stimuliert. Und Baby, sieht das toll aus mit der Kathedrale? Gefällt dir das? Endlich ein Rasen zum draufpinkeln, ne Baby? Sechs Tabas 99, wollen wir das machen? Wird ja auch was anderes geben, nicht nur Tabas. Kann er auf die Karte machen? Nein, das gibt's als Baby. Okay, ja, das ist echt ein schöner Platz, wo wir hier ein ganz nettes Restaurant gefunden haben. Mal sehen, ob es auch gut schmeckt. So sehen sie jetzt aus, die 6 Tapas für 99. Boah, ist doch nicht schlecht. Guten Appetit. Für Robi und für Corinna. Ich sag mal 99 für hier auf dem Präsentierteller in Palma. 6 Tapas, kann man nicht sagen. Oh, Baby geht leer aus. Die arme Maus. Guten Appetit. Guten Appetit. Na, bist du satt geworden? Satt nicht, aber es reicht. Ne? Für den warmen Tag, den wir noch vor uns haben. Wie lange sind wir jetzt gefahren mit dem Fahrrad? Bitte? Wie lange sind wir jetzt gefahren mit dem Fahrrad von Arenal? Also ich denke, das ist 2 Stunden warm. Dann schwingen wir uns gleich wieder auf die Räder. Ja. Vielleicht trinken wir nachher noch einen Smoothie zwischendurch. Oder vielleicht gibt es da auch Kaffee? Ja, bei dem Laden nicht, aber nachher an der Promenade ja wieder. Ja. Dann da. Wenn du noch Kaffee trinken willst, irgendwo können wir auch Kaffee trinken. Ne? Ja, aber ich habe was entdeckt. Was hast du entdeckt? Ich möchte ein Eis essen. Ein Eis? Eine Kugel in die Hand. Oder? Wenn die eine leckere Sorte haben. Baby möchte auch ein Eis. Bling, bling. Oh, weißt du noch? Nee, die haben nur doofe Sorten. Boah, das war ein Kampf. Aber das ist eine andere Geschichte. Herzlich willkommen in den Katakomben von Palma. Haha, ist das nicht gruselig? Graf Dracula! Was? Auch schon mit Opa. Ein Schwan. Der Mann ja gefragt hatte. Ach so, was das für Blumen sind. Wir können ja mal einen Aufruf starten an die Community. Was sind das für Blumen? Wie heißen diese Rankengewächse? Blüte sieht ja ähnlich.
Die Wicke aus, aber. Die was? Wicke. Eine Wicke. Gibt's auch bei uns, aber hier ist es ja, hat das ja feste Äste, Zweige. Sind sogar Stacheln dran. Es sind sogar Stacheln dran. Ja. Na, vielleicht kannst du einem Zuschauer sagen, was das ist. Wieder auf dem Rückweg von unserer kleinen Fahrradtour nach Palma. Oma Renate fährt vorne weg mit ihrem Elektrofahrrad. Hier hätte ich gern einen Cocktail getrunken. So, zwischen Ballermann 10. Oh, Hundebar. Der Hund kriegt als erstes. Fein. Was zu trinken für Baby. Die hat schon Wasser bekommen. Wir haben schlapp gemacht zwischen Ballermann 10 und 11 auf dem Rückweg. Wir wollen noch von unserer kleinen Fahrradtour, da stehen unsere Bikes. Wir wollen noch eine kleine Erfrischung. Kaffee und Kuchen gibt es hier. Und wie hat dir der Ausflug gefallen mit dem Fahrrad nach Palma? Ja, ich bin überrascht, wie gut das geklappt hat mit meinem elektrischen Fahrrad. Das ging wunderbar. Die Handhabung, super. Ja. Hast du nicht gemerkt, keine Steigung gemerkt. Und erst hattest du dir das ja gar nicht zugetraut, ne? Nee, genau. Und jetzt war das doch super. Ja. Jetzt guckt euch das mal an. Wir sind ja kleine Naschkatzen, ne? Wir konnten uns nicht entscheiden. Schlimm. Und da haben wir einfach alles bestellt, was sie so am Kuchen da hatten. Probier schon mal. Also das ist jetzt Erdbeer-Vanille-Torte. Lecker. Lecker. Na, wollt ihr stiften gehen? Nö, die war ganz artig. Ehrlich? Warte, jetzt guck dir das mal an, Corinna, was wir hier alles haben. Wow, Füllerei. Füllerei, ja. Oma konnte nicht aushalten, die hat schon mal probiert. Die sagt, das war sehr lecker. Probier mal. Sieht super aus, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Apfel. Lecker. Und Kirsche? Auch lecker. Noch besser. Noch besser? Okay, jetzt halte ich es nicht mehr aus. Jetzt muss ich auch probieren. Cheesecake. Ich mag keine Sahne. Köstlich. Und wenn mich nicht alles täuscht, Leute, geht hier hin, geht hierher, Kaffee trinken. Das ist zwischen Ballermann 10 und 11. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Contiki. Den letzten Rest hat sie jetzt nicht mehr geschafft. Jetzt geht's weiter. Mit Vollpower. So, hier ist jetzt die Fahrradtour nun wirklich zu Ende. Bist du jetzt ein bisschen Shambhala, oder? Ich hab wieder Aua im Kopf. Und nicht wegen Alkohol, sondern wegen Sonne. Baby ist auch schon. Baby führt noch ihr größtes Kunststück vor. Zum Schluss von dem Video. Kleid aus, wie wir Sonne auf den Kopf bekommen. Kleines Bonus-Video. Der Baby juckt das Fell.